Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal mit eurem Brocken. In diesem Video machen wir unser nächstes Weekly Chest Opening und fangen mit dem Krieger an. Dann gehen wir zu dem Paladin und als allerletztes gucken wir uns an, was hat unser Mönch in dieser Woche denn Schönes in seiner Weekly-Kiste. Fangen wir gleich einmal mit dem Krieger an und gucken einmal rein, was haben wir denn überhaupt ein Schönes drinne. Ja, es bleibt spannend, es bleibt spannend. Schuhe. Ja, da haben wir 4,10. Das könnte was werden. 4,15. Ja, da haben wir Tempo, Vielseitigkeit. Das ist schon mal ganz nett. Hier haben wir drauf Crit-Tempo. Da ist ein bisschen, ja, da haben wir natürlich nochmal Crit gesockelt. Crit ist hier nicht ganz so wichtig. Vielseitigkeit habe ich sehr wenig. Ist, sagen wir mal, ganz in Ordnung. Es ist jetzt nichts mega Nices. Ein Elver Freihafen ist natürlich in Ordnung. Das ist ein ganz netter Key, auf jeden Fall. Aber die Schuhe, die können wir anziehen. Da haben wir Gegenstandsstufe 4,9. Aber richtig flashen tun die mich nicht. Wir haben ein bisschen mehr Vielseitigkeit und ein bisschen weniger Crit. Wie gesagt, Crit ist einfach für die Schadenserhöhung. Vielseitigkeit auch. Aber es reduziert auch gleich den reinkommenden Schaden. Daher nehmen wir sie mit, ist ganz in Ordnung, aber nichts mega Besonderes. Gehen wir mal weiter auf den Paladin und gucken, was der uns bieten kann. So, möge unser Paladin nun besseres Lootglück haben als der Worry in der aktuellen Weekly Chest. Ja, was haben wir da? Das sieht nach einem Gürtel aus. Glaube ich nicht. Ich habe einen 420er und der hat Tempo, Vielseitigkeit. Das ist schon sehr, sehr nice. Ich glaube, das wird Schrott. Jo, absoluter Reinfall, Vielseitigkeit, Mastery, ein Tempel, ja, ganz in Ordnung, aber dieser Loot ist absoluter Abfall, absolut. Aber dafür haben wir die Heizkette auf 47, das nehmen wir hier noch mit, jetzt haben wir 411 GS immerhin. Aber wie gesagt, also das hier ist absoluter Müll, wertlos, Schrott. Sag ich mal, man kriegt nur noch Müll. Blizzard will, dass man halt besseren GS bekommt, damit man jetzt, ja, besser wird für die M+. Wie soll man denn besser werden, wenn man nur so Müll bekommt hier? Nur so einen Haufen Schrott. Naja. Probieren wir das Ganze nochmal auf dem Monk und gucken mal, wie sich der Monk, ja, wie viel Glück der Monk hat. So, und der letzte ist an der Reihe und zwar unser guter Monk. Jetzt beten wir, dass er Glück hat. Er bekommt schon mal Schuhe. Sein Herz ist direkt auf 42 geballert. Nice. Schuhe haben wir 385. Minimum werden die Schuhe ja schon 400 sein. Daher wird sich das hier lohnen. Ja, 400 natürlich glatt. Was haben wir denn für Werte? Ja, Vielseitigkeit, Mastery. Ah. Gut, aber die sind einfach, weil die schon 15 GS-Punkte sind, natürlich werden wir die hier mitnehmen. Ansonsten ist hier natürlich Crit einfach sehr geil, ein Topwert. Vielseitigkeit haben wir 115, hier haben wir 110, ein bisschen weniger Vielseitigkeit und ein bisschen, ja, Mastery drauf. Ist nicht das mega geile, aber wie gesagt, 400 GS macht das Ganze dann schon mal wenigstens ein bisschen besser. 392 haben wir nun auch am Ende, ja, als GS. Jetzt können wir hier auch nochmal draufklicken, dann haben wir das auch hier mit erledigt. Ja. Und als Key haben wir ein AD. Ja, ein 6er. Ist doch ganz nice. Auf alle Fälle kann der Monk den tanken. Das sollte kein Problem sein. Ja. Das war's vom Weekly Chest Opening. So mega umgehauen hat mich hier nichts. Ich meine, ja, es waren 15 GS-Punkte, aber es waren halt einfach wieder Werte drauf. Die mich jetzt nicht mega geflasht haben. Ich meine, immerhin waren es 15 GS-Punkte. Aber wie gesagt, das war jetzt nicht so, wo ich jetzt sagen würde, wow. Auf alle Fälle, wie gesagt, hoffe ich auf alle Fälle, dass ihr wenigstens in eurer Weekly Chest irgendwas Gutes drinne gehabt habt, wo ihr euch wirklich drüber gefreut habt. Wenn ja, dann schreibt es mir nochmal in die Kommentare. Hattet ihr diese Woche guten Loot, schlechten Loot oder wie war euer Loot? Ja. Habt ihr euch gefreut oder nicht?
Ansonsten, wie gesagt, wenn euch natürlich das kleine Pack-Opening hier oder Weekly-Chest-Opening gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da, dann weiß ich das. Und ansonsten, wenn ihr von mir nichts mehr verpassen möchtet, so könnt ihr jederzeit gerne unten rechts einmal auf Abonnieren drücken. Dann seid ihr immer auf dem Laufenden, was ich gerade wann, wie und warum mache. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen, angenehmen neuen Start in die neue World of Warcraft-Woche. Ich bin raus, reingehauen, euer Brocken.